Jo Freunde, was geht ab? Willkommen zu einer weiteren Folge von SBB. Das ist aber schon mein Intro. Was geht ab, Jungs? Ich hoffe, euch geht es super. Das ist auch nicht mein Intro, tatsächlich. Was geht ab? Warte mal. Was geht ab, mein Hausding, und willkommen auf meinem Kanal, Freunde. Ja, Freunde, ich habe mein Intro einfach vergessen, Jungs. Heute gibt es einen Transfer-SBB. Und zwar, Paul Pogba ist zu Juventus Turin gewechselt und Delicht höchstwahrscheinlich auch zu FCB, also Bayern München. Ich weiß jetzt nicht, ob es zu 100% stimmt, aber ich glaube schon. Und zwar der alte Manager von Paul Pogba hat Pogba angerufen und meinte zu ihm, ey, wir haben ein Angebot von Manchester United. Du hast anstatt 12 kriegst du jetzt 14. Und er meinte irgendwie, hey, was ist das denn? Und hat das abgelehnt und jetzt ist er bei Juve. Und ich weiß jetzt nicht, was er so verdient. Aber ja, das war's. Ich weiß es, Bro. Ich weiß, dass er verdient. Okay, erzähl. Der verdient 8 Millionen Euro, weißt du? Der hätte von Manchester mehr bekommen, aber ist jetzt zu Juve gegangen, aber dafür spielt er halt jetzt auch und hat die Trikot Nummer 10 und so. Also der Mann würde sich bei Juventus Turin wohlfühlen und ich habe auf meiner Seite gelegt und Seko, willkommen. Oh, ey, wie geht's? Mir geht's gut, Bruder, aber 14 Millionen erstmal Nein sagen und dann 8 Millionen Ja sagen auch. Ja, komisch, ne? Ja, der Mann ist halt, keine Ahnung, da fühlt sich Italien wohl, verzichtet auf ein paar Millionen und dafür gute Chaias, gutes Essen, gutes Wein, alles gut. Ja, alles ist super. Ja, auf jeden Fall, was auch richtig geil wäre, einfach die Daumen nach oben, Jungs. Lasst ein Abo da, checkt auf jeden Fall Tabak aus. Demnächst kommt auf jeden Fall auch ein Video. Ich bin momentan ja halt im Urlaub. Ansonsten, Jungs, Transfer SBB. Ich muss 2 Spieler von Juventus Turin nehmen und der Tabako nimmt von Bayern 2 Spieler. Und wir dürfen jeweils natürlich auch 2-mal Bayern-Spieler aufschreiben oder halt natürlich Juventus-Spieler. So, viel gequatscht, ich schalte rein, let's go. Jungs, wenn ihr günstige Spiele oder PSN-Karten haben wollt, dann checkt meinen Partner Eneba aus. Mit dem Code ZERKANISTA kriegt ihr noch 3% Jungs und Mädels. Außerdem könnt ihr bei Eneba auch für andere Länder natürlich PSN-Karten holen, wie zum Beispiel Österreich, Frankreich, Holland und vieles mehr. Nicht nur Guthaben kriegt ihr bei Eneba, außerdem kriegt ihr natürlich auch Spiele sehr, sehr günstig, wie zum Beispiel GTA, Minecraft, Far Cry. Ja, mit dem Rabattcode ZERKANISTA kriegt ihr auch da natürlich 3%. Checkt auf jeden Fall die Seite aus, Jungs, ja, hier findet ihr alles. Alle Spiele, auch natürlich auch für Xbox, Nintendo, Guthabenkarten natürlich auch für Nintendo und so weiter und so fort. Dankeschön, Bro, für deine Unterstützung. Ganz oben ist Eneba verlinkt, Jungs, ja, checkt auf jeden Fall aus, ja, damit unterstützt ihr mich. Dankeschön für alles, Kuss geht raus, wir machen weiter mit dem Video, let's go. Und Jungs, noch eine Sache von mir, meine Nase ist ein bisschen zu, bin ein bisschen erkältet, deswegen nicht wundern. Und okay, dann fange ich an, Bro. Erster Spieler ist mein rechter Stürmer, gell? Warte. Tatsächlich habe ich keinen rechten Stürmer aufgeschrieben, sondern was anderes. Und dann ändern wir das sofort. Zack, zack, zack. Mhm. Jetzt halt dich rein. So, ich habe jetzt gewechselt. Ja, so. Okay, die Frage ist jetzt, ja. Hast du Vlahovic aufgeschrieben oder eine Hero-Karte? Oder was ganz anderes? Und ich gehe mit Dusan Vlahovic, damit ich einen Jugendbetrug im Team habe. Und links Mittelfeld, Bro, habe ich drin. Du auch, oder? Auf der Tafel. Ja, was? Wie warst du? Links Mittelfeld. Ja, genau, links Mittelfeld. Da gehe ich mit Rainer vom BVB Shapeshifter. Geile Karte. Okay, alles klar. Ich habe Overmars und Immobile aufgeschrieben. Ja, ja, super geil. Immobile, Wofangulo, dankeschön. Dann bist du dran, Bro. Okay, alles klar. Ich bin jetzt dran und zwar neben den Paul Pogba. Ja, und zwar spielt der Timo Werner. Mal sehen, der bleibt, glaube ich, bei Chelsea, ne? Ich bin mir nicht sicher. Bist du nicht sicher? Okay. Vielleicht bleibt er aber hier bei mir. Und genau in der Mitte haben wir Pelé. Ah, du hast diesen einen Pelé, gell? Pelé Moments. Wen? Pelé Moments. Pelé. Ja. Ja, moin, ich hab Cristiano Ronaldo und Rashford. Das bald behalten. Cristiano Ronaldo und Rashford. Alter. Na gut. Heck darf behalten, Chat. Super. Wir machen weiter. Nächste Runde. Freunde, wir gehen in die nächste Runde. Ich habe mir Gedanken gemacht und ja, mir ist eine Sache aufgefallen. Der Seku, der würde jetzt nicht die Juventus-Spieler nehmen, weil die sind zu schlecht im Mittelfeld. Deswegen glaube ich, gehst du in Defensive mit denen. Deswegen sag mal, was du hast, Cousin. Ah, du hast kein Juve-Spieler? Nein. Ah, schlecht. Und zwar, ich habe einmal den Tchouaméni auf der linken Seite. Bei mir dauert das so voll lange. Was ist das denn? Das ist echt die ganze Zeit. In der Mitte haben wir den Berratti, ja, und auf der rechten Seite, es hängt die ganze Zeit, ich muss hier mein Playsee starten, ja. Und auf der rechten Seite haben wir den Jorginho. Okay, das heißt, ich lag richtig, übrigens, Bro, ich habe 2 Chelsea-Spiele aufgeschrieben, Kai Havertz und Kante, mal kurz vorbeigeslidet, ja, in DMs. Ja, und ich habe Toni Maroni-Kroos, aber immer noch kein Juventus-Spieler, sehe ich. Ja. Das wird ein bisschen prickelnd bei dir, Joshi. Also gucken wir mal, was du tatsächlich gemacht hast. Der Rainer da, was hast du denn da gemacht?
Hättest die Frage, ob du jetzt im Mittelfeld jetzt mit dem Bundesligaspieler, mit dem Bayern-Spieler gehst und so. Ja. Das werde ich dir jetzt zeigen. Erstmal rechts Mittelfeld, okay? Ja. Dann machen wir erstmal entspannten Hasen. Da habe ich mir keinen geringeren ausgesucht als Ferran Torres. Super Spieler. Dann habe ich mein eigenes Mittelfeld und das ist Optimus Vieira. Da wurden mal die Coins auf den Tisch gelegt. Und linkes ZM. Ja, was soll ich dir sagen? Was, Bruder? Es ist der gute Alte. Ah, genau. Ich musste mir den McKennie rauslassen, aber leider nur die Goldkarte, weil ich die eine Karte nicht mehr habe. Okay, also. Ist aber auch noch kein Bayern-Spieler aufgeschrieben. Chiesa, Tonali und Hullitz habe ich aufgeschrieben. Du darfst zwar behalten, aber ich darf auch noch zwei Bayern-Spieler aufschreiben. Danke. Alter, wir werden uns auf der Außenverteidigerposition überall so rasieren. Ah. Oh Gott. Also, da gibt es... Also, du hast auf jeden Fall da irgendwo Außenverteidiger, weil du hast dich verraten jetzt. Danke. Ja, okay, wir gehen nächste Runde, Jungs. Wir sehen uns gleich und ciao. So, Jungs, wir machen mal direkt hier weiter. Ich schalte mal rein, mal sehen, ob ich jetzt einen Bayern-Spieler aufgeschrieben habe, tatsächlich. Mir sind die Super-Bayern. Oh Gott, also Rechtsverteidiger. Okay, kurz und knackig haben wir, ihr wisst es, Vasquez. Super Rechtsverteidiger-Karte als Team of the Week. Und links gehen wir mit dem einzig wahren Schulz. Nein, Schmelzer. Ich weiß, auf deiner Tafel steht Schulz, berühmt dich. Der Nico Schulz. Und, ja, ich hab das. Hast du wirklich Nico Schulz? Nein, ich hab Schmelzer. Nein. Ja, Schmelle, Mann. Warum Schmelle? Schmelle plus noch zwei Bayern-Spiele aufschreiben. Let's go. Ich bin offiziell am Arsch, Leute. Perfekt, Digi. Willst du ein Torwart haben oder willst du noch warten? Natürlich nicht. Ich warte. Ich warte. Was? Wirklich jetzt? Ey, natürlich. Okay. Du musst noch zwei Bayern-Spieler. Ja, ja. mein Freund. Ach du Scheiße. Warte, ich tu mal. Hey, es gibt keinen Linksverteidiger in der Bundesliga, Bro. Ne, wenn du möchtest, kannst du auch reinhalten. Ich würde auch gerne hinzu. Ja, okay. Ich kann mal reingucken. Kannst du machen, Bro. Wenn du möchtest. Ja. Ist drin die Tafel, kein Problem. Ja, ist drin. Okay, alles klar. Guck mal, so also Verteidiger, Position, Verteidiger. Ah, hier, guck mal. Claude Maurice heißt er. Sehr interessant. Und auf der rechten Seite, Danilo. Schade, ich habe Azpilicueta und Claude Maurice. Den habe ich gerochen, den Braten. Und da stellst du. Warte mal, du hast auch noch Juve. Stell da gerne einen normalen Linksverteidiger an, weil ich habe noch keinen einzigen Juventus-Spiel aufgeschrieben. Wir werden uns selber jetzt ordentlich. Den Popo versorgen, glaube ich, hinten. Grande Finale, Freunde. Jetzt wird es ein bisschen wild, muss ich sagen. Bro, du hast mir den Kopf zerbrochen. Okay. Weil dein Verratti braucht zwar links, du brauchst noch einen Juventus-Spieler. Ja. Und ich habe da so ein paar Ideen gehabt und ich glaube nicht, dass du Chiellini spielst, weil ich finde der so auffällig irgendwie, weißt du? Chiellini ist auffällig? Mhm. Man muss manchmal so auffällige Sachen im Leben machen, ne? Habe ich auch, auf der Tafel. Ja, Rugani, dann Saliba in der Innenverteidigung und Mignon, so Mike Nunn. Nein! Ja? Kimpembe, Maestro, Bonucci und Chesney. Und dein Rugani ist dein zweiter Jugendspieler, gell? Ich darf behalten. So, meine Freunde. Today is my day. Because, my friends. Ich darf zwei Bayern-Spiele aufschreiben. So, bitte. Ich kann dir schon mal sagen, Torwart ist es nicht, Bro. Das ist, denke ich mal, offensichtlich, oder? Hast du neu auf der Tafel? Weiß nicht. Okay, pass auf. Also, Bundesliga. Ganz entspannt. Schlotterbeck. Upamecano. Und im Tor Manuel Abi Müller. Thomas Müller oder Manuel Neuer? Manuel Neuer. Der Neuer, Mann! Ich hab den Neuer, jetzt sag mir, dass du den bitte nicht hast. Komm schon. Mukiele? Ja? Nein. Was? Warum ich hätte ohne nehmen sollen. Ulreich, wo bist du? Lucas Hernandez und Manuel Neuer. Und da du den Manuel Neuer hast, ne? Ich muss mal was sagen, und zwar, ich habe meinen Joker noch nicht benutzt. Heißt es, ich spiele jetzt seit Wochen, Monaten mal wieder mit einem Stürmer im Tor, oder was? Kannst du gerne machen. Noch eine Sache. Ich habe Timo Werner, Paul Pogba und Pelé vorne, ne? Soll ich schon mal so sagen. Ja, und soll ich dir was sagen? Ja. Ich werde so schwitzen und mal leben gleich. Ah, Jungs, wir gehen rein. Let's go, come on. So, let's go, let's go, let's go. Was haben wir denn da vorne? Paul Pogba haben wir hier.
Soll ich dir mal was sagen, was du vorne hast? Ja. Schlechte Stürmer, die keine Tore schießen werden gegen meinen Tillmann. Und weißt du, wer Tillmann ist? Das ist ein Kollege von mir. Weißt du? Der spielt bei dem... Wo spielt der? Der will... Ja, bei Bayern. Ich habe mit seinem Bruder, war ich letztens feiern. Der spielt bei Greuther Fürth, sein Bruder. Wissen wir mal. Oh Gott, Tillmann. Super, super Leistung. Patrick Vera, warum machst du jetzt aber so viel Druck? Was für ich jetzt. Ja, Mann, Jungs, vamos! Aber warum machst du so, hey, warum? Hallo, Jungs. Weil ich gewinnen will, Jungs. Delikt. Delikt ist Kapitän sogar, weißt? Mir ist dann die Superbein, in dem. Würdest du für 8 Millionen... ja. Würdest du viel machen, Gelfe? Ah. Weil das müsstest du nur einmal machen, dann bist du Millionär. Und zwar vierfacher mit Steuern, weißt du? Also ich weiß nicht, was du meinst mit machen so, aber... Ja, ich meine so ein paar Teller waschen, ein bisschen hier, ein bisschen da, weißt du? Also nicht nur für 8 Millionen, so auch gerne für 10 Euro oder so. Bitte. Wir haben einen Stürmer im Tor, Jungs, und wir führen 2-0. So will ich das sehen. Komm, bitte. Boah, das ist gut, aber... Ja. Ja! Ja. Ja. Oh, das gefällt mir so gut. Ich spiele so gut. Die machen das so gut. Ich spiele so gut heute. Wow, wow. Wow. Woohoo. Oh yeah, baby. Nein. Ja. Ja. 2-1. Wir verlieren das Spiel nicht, Freunde. Wir verlieren das Spiel nicht. Timo Werner. Timo Werner. Lalalala. Hey, was macht der Lick da hinten? Der Bruder chillt da. Der chillt da irgendwo. Nein. Oha! Entschuldigen Sie mal, Müsse, dass ich gegen Sportler spiele. Kein Problem. Timo Werner, 2-2. Kurz mal Controller gewechselt. Ja, danke. Oh, hart gespielt. Oh, ja. Ja, Mann! Der liegt, Alter! Mattis! Oh ja, Baby. Oh ja. Oh, was? Oh, oh. Was? Ey, das ist krass. Okay Bro. Okay, das war schön. Ja. Das soll ich mir nicht sagen, das war schön. Das war ein super schönes Tor. Oh ja, Glück des Tüchtigen. Der Pass. Soll ich ein bisschen kitzeln, werde ich dich jetzt? Weil mal dieser Block hier. Oh, Tillmann ist einfach der beste Keeper. Zeit ablaufen lassen. 3 Discards. Super Partie. Tillmann. Okay, bin ready. Bist schon ready? Ja. I'm ready. Okay. Let's go. 4, 3, 1, 2, gell? Ich habe 3 Discards. Ja. Weißt du, was ich machen werde? Ja. Ich nehme diesmal von überall etwas. Aha. Rechter Stürmer. Linker ZM, rechter Innenverteidiger. Ich mach so Dreieck. Bam, bam, bam. Rechts, Stürmer, Danilo. Linker, ZM, Timo Werner. Und 97, Team of the Year, Jorginho. Du hast wirklich sehr, sehr gut getroffen. Oh. Du hast wirklich gut getroffen, Bruder. Oh. So, Jungs, machen wir eine SPC? Super. So, Jungs, also, wir geben ab. Timo, Jorginho und Danilo. Gut gespielt, gut getroffen. Und hat auch Schnaps besoffen. Pelé war ZOM, ich hab den einfach gelassen vorhin. Sehr gut. Ja gut. Also, Jungs, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Und ja, du hast die letzten Worte, Bro. Jungs, hat Spaß gemacht, Firma. Lasst einen Daumen nach oben da, Bewertung. Und nächstes Mal schneide ich mir dann Pelé weg. Okay, Cousin, so wie vor kurzem mal. Wir sehen uns, Jungs. Haut's rein. Ciao, ciao.